Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 229 am Sonntag, den 16. Juli 2023. Es ist 21.30 Uhr und wir haben noch 18 Grad Außentemperatur. Ja, ein Sonntag, wie ich ihn eigentlich ganz gerne mag. Wettertechnisch, naja, ganz schön viel Wind. Und es hat auch noch mal geregnet zwischendurch, wobei heute nicht so viel. Gestern war ja richtig dolle Regen dann noch abends. Nachdem ich den Podlog aufgenommen habe, hat es richtig geschüttet. Aber so richtig mit Gewitter und allem drum und dran. Wobei hier in der Ecke, glaube ich, ging das noch. Dann war es in anderen Orten wesentlich schlimmer. Und heute war das ein milder Tag, so um die 20, 22 Grad. Und viel Wind. Jetzt hat der Wind ordentlich nachgelassen. Soll, glaube ich, morgen noch mal ein bisschen auffrischen. Aber es ist lang nicht so schlimm geworden, wie ich es eigentlich gedacht habe. Aber ich bin trotzdem jetzt hier an diesem Platz stehen geblieben, weil das ja ganz praktisch ist und ich heute gut arbeiten konnte, an den Webseiten gut arbeiten konnte, weil ich hier halt wirklich ein schnelles, zuverlässiges, flüssiges Netz zur Verfügung habe. Und das macht halt richtig Spaß, wenn das dann zackig geht. Insofern habe ich gerade angefangen, ein Website-Projekt ganz neu aufzusetzen für eine Kundin, für einen Kunden. Das macht mir immer besonders viel Spaß, weil das dann noch so wirklich so frisch ist und ich kann alles neu einstellen. Und ja, es ist dann alles so, wie ich das haben möchte. Und das macht einfach Spaß und es hat auch komplett ohne Komplikationen geklappt. Auch das ist nicht immer so, weil ne, manchmal passiert beim Hochladen oder Runterladen oder irgendwie, dass sich das verschluckt. Und deshalb bin ich immer froh, dass ich für solche Momente dann ja ein stabiles Netz habe. Und wenn das dann hohe Bandbreite hat, dann geht das natürlich alles auch ein bisschen flotter. Ja, das war auch schon mein Tag. Ich habe bis jetzt gerade gearbeitet und werde jetzt noch eine Kleinigkeit essen und dann ja, wahrscheinlich noch einen Film gucken oder so und den Abend ausklingen lassen. Auch morgen ist wieder viel Arbeit angesagt und noch ein paar andere Termine, die ich habe. Jo, so geht der Start dann vom Wochenende in die Woche. Ich hoffe, du hast auch einen guten Start in die Woche und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.